Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von Forexhorn.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Guten Morgen, wie immer werfen wir natürlich als erstes einen Blick in den Wirtschaftskalender. Gleich eins vorweg, wir haben einen Montag und dementsprechend sehr, sehr entspannt, was hier die Wirtschaftszahlen angeht. Nichts großartig Spektakuläres, aber das sollte sich dann im Laufe der Woche ändern. Wir haben wirklich von der RBA über die Bank of Canada, hier die Bank of England, die EZB und so weiter. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr heikle Woche vor uns. Und ich denke mal, der ein oder andere wird sicherlich sich auch ein Stück weit zurückziehen aus dieser ganzen Situation und dort auch sich gar nicht großartig investieren. Zumindest nicht in den Währungen oder den Indizes, die von diesen Zahlen maßgeblich beeinflusst werden könnten. Kleines Update zu Freitag, zu den NFP-Zahlen. Die fielen, naja, nicht katastrophal aus. Also man kann schon sagen, dass es sehr, sehr unzufriedenstellend war. Und dass auch die prozentuale Arbeitslosenquote, die ja für uns auch sehr, sehr wichtig ist, da, dass die gleich geblieben ist bei 4,9%. Das heißt, selbst wenn die NFP-Zahlen sehr, sehr gut ausgefallen wären, dann hätte es auf der anderen Seite wahrscheinlich genauso viele oder vielleicht sogar mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gegeben. Das heißt, ein Nullsummenspiel, ja, man hätte überhaupt nicht den Arbeitsmarkt stabilisiert bekommen. Und das sehen wir hier aktuell oder haben wir am Freitag sehr, sehr deutlich sehen können. Wir schauen nochmal rein. Heute um 4:30 Uhr hat Kuroda gesprochen, der Präsident der Bank of Japan. War nichts Großartiges. Ich meine, die Katze ist ja eh aus dem Sack. Wir wissen alle, was die Bank of Japan vorhat. Geld, 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 Geld. Ja, was großartig Neues kommt dann nicht mehr. Deswegen auch kaum noch Reaktionen. Ich denke, die nächste Zinsentscheidung zum Beispiel, die sollte da wieder ein bisschen mehr Volatilität mit sich bringen, beziehungsweise dann auch für klare Entscheidungen sorgen. Aktuell befinden wir uns in den Yen-Paaren im Nikkei, so ein bisschen im charttechnischen Niemandsland, im Schwebezustand. Hier warten wir auf eventuelle Korrekturen, um uns dann noch einmal einzuklinken. Kleines Highlight heute jedoch, 10:30 Uhr, der Market PMI für Dienstleistungen aus Großbritannien. Hier der Hinweis darauf, dass der Dienstleistungssektor in Großbritannien doch relativ wichtig ist, vergleichsweise wichtig ist im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern. Also nicht so stark wie in den USA, aber man muss ihm doch schon eine gewisse Bedeutung beimessen und ich denke, das sollte sich auch heute deutlich im British Pfund bemerkbar machen, also positiv sowie auch negativ. Wenn sich diese doch sehr ambitionierte Prognose bewahrheiten sollte, dann gehen wir davon aus, dass das britische Pfund nochmal einen ordentlichen Schub in Richtung Norden bekommt, denn wir wären quasi aus der Rezession raus. Ja, 47,4 Punkte das letzte Mal, das ist Rezession unter 50 Punkte. Wenn wir diesmal schon die 50 Punkte mal erreichen, vielleicht sogar knacken, dann wäre das ein extremer bullischer Schub für das britische Pfund. Ob das letztendlich passiert, das müssen wir abwarten. Ich sehe da aktuell noch nicht so richtig diesen massiven Anstieg. Also ja, die Zahlen aus Großbritannien hatten sich ein wenig verbessert und ja, es ist alles nicht so eine große Katastrophe jetzt augenscheinlich, trotz des Brexit-Referendums, aber dass wir hier so einen krassen Sprung bekommen, anders kann man es ja nicht sagen, von 47,4 auf 50 Punkte, da, das wage ich mal noch zu bezweifeln, aber brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja? Also wir werden uns dann einklinken, beziehungsweise uns in den Markt engagieren, sobald diese Zahlen raus sind, sobald eventuelle Ausbrüche, Stabilisierung, was auch immer erschienen sind, aber nicht jetzt aufgrund irgendwelcher Spekulationen. Hinweis noch auf die kommende Nacht, und zwar bekommen wir hier, was heißt nachts, ist es schon morgen, morgen früh um 6:30 Uhr hier den Zinsentscheid der RBA, der Reserve Bank of Australia. Und das wird nochmal sehr, sehr wichtig werden. Wir erwarten einen gleichbleibenden Zinssatz. Keine große Veränderung, aber der Aussie, der befindet sich hier, wir können ja mal kurz reingucken in den Australischen Dollar, der befindet sich ja hier auch in einer Art Schwebezustand. Ja, wir sind ja hier wieder in dieses Dreieck reingebrochen, das Ganze intern getestet, Kurs ist wieder rausgefallen, kommt jetzt gerade hoch, wird sicherlich hier ein paar Testbereiche anlaufen, aber das eigentliche, der eigentliche wichtige Bereich, der liegt ja hier in dieser Form da, ja. Also hier die Oberseite dieser vermeintlichen inversen SKS, Oberseite dieses abwärtsgerichteten Trendkanals. Solange hier nichts passiert, können wir auch keine nachhaltigen Kursbewegungen feststellen. Aktuell stehen hier die Zeichen noch auf Korrektur, ganz klar. So, aber zurück in den Wirtschaftskalender. Das war es dann auch schon mit morgen früh. Also das Bruttoinlandsprodukt aus der Schweiz interessiert uns nicht großartig.
Jetzt schauen wir uns mal den US-Dollar-Index an. Die Pivot Points nehme ich nochmal raus, so für den besseren Überblick. So, dann gucken wir uns mal an, was passiert ist letzte Woche. Wie erwartet ist der Kurs hier hochgekommen zum 61,8 Retracement mit dieser gesamten Abwärtsbewegung und damit auch an diesen horizontalen Widerstandsbereich rund um die 96,30er Marke und an dieser markanten aufwärts gerichteten Trendlinie. Im Weekly Chart entspricht das dem Retest dieser großen bärischen Flagge. Auch das wie erwartet, also der US-Dollar-Index hier durchaus brav, kann man sagen. Aber das große Problem, was wir natürlich noch haben, ist, dass wir, klar, im Weekly Chart könnte man jetzt sagen, super, wir gehen jetzt short. Retest an die bärische Flagge hat gepasst, also geht es jetzt ab. Ja, vielleicht kann man irgendwelche EMAs noch mit einbeziehen. Schon da sagen wir, nein, alles noch Konsolidierung. Ja, EMA ist noch durcheinander hier im Weekly Chart, im Daily Chart, im H4 Chart. Ja, hier ist nichts Klares erkennbar und dementsprechend lassen wir die EMAs auch weiterhin außen vor im US-Dollar-Index. Und was wir aber klar feststellen müssen, im Daily Chart befinden wir uns noch innerhalb dieser riesigen Dreiecksformation, innerhalb dieser Keilformation. So, und wir sind jetzt noch innerhalb ganz entspannt, noch innerhalb des zweiten Drittels. Und den Ausbruch erwarten wir eigentlich erst zum Ende des zweiten Drittels, beziehungsweise Übergang zweiter, drittes Drittel, Anfang drittes Drittel. Also das heißt, irgendwo hier im vielleicht Ende September. Dort sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ja, hier wäre ein Ausbruch jetzt mal gerechtfertigt. Würde auch in einer bestimmten Art und Weise Sinn ergeben. Aktuell ist es unserer Meinung noch nicht der Fall. Warum auch? Ja, das große Problem liegt ja auch darin, dass wir keine großartigen fundamentalen Impulse bekommen. So ein paar Brocken, die uns Yellen oder auch andere FOMC-Mitglieder oder FED-Vorsitzenden hier uns hinwerfen, die helfen uns ja nicht weiter. Ja? Die geben ja hier keinen Ausblick auf die nachhaltige Kursrichtung des US-Dollars. Das ist das große Problem. Und dementsprechend können wir uns natürlich hier immer mal hin und her engagieren. Ja, wir waren im Forex Signal Service hier oben zum Beispiel short gegangen. Hier unten konnte man hedgen, beziehungsweise sich noch einmal long einklinken und so weiter. Also hier ist schon immer mal ein bisschen zu tun. Da kann man immer Gewinne mitnehmen und so weiter. Aber jetzt hier auf den nachhaltigen Einstieg zu bauen, das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt noch ein wenig verfrüht. Klar, wer jetzt hier engagiert ist, short irgendwo rund um die 96,30er Marke beziehungsweise rund um das 61,8 Retracement, der kann ja erst einmal entspannt sein. Ja, der kann ja auf Break-Even setzen oder was auch immer. Und wenn der Kurs dann letztendlich doch nochmal hier hochkommen sollte, dann wird man ausgestoppt und hat aber nichts verloren. Ist nicht so schlimm. Ja. Was mir noch so ein bisschen hier auf der, was mir hier noch ein bisschen einen Fadenbeigeschmack quasi produziert, ist dieser Widerstand hier, dieser horizontale Widerstand. Man kann ihn auch durchaus ein bisschen breiter zeichnen hier auf Basis dieser Kerzen. Ja, er hat es ja dieser Widerstand gebildet horizontal. Kurs kam raus, bullischer Fehlausbruch, Kurs kam runter. Aber so einen richtigen Retest, den haben wir noch nicht gesehen. Und von diesem horizontalen Widerstand. Und deswegen habe ich hier dieses Key-Level hier im Auge, ja, was sich hier bildet. Und zwar horizontaler Widerstand, aufwärts gerichtete Trendlinie, Oberseite Keilformation. Nicht wundern, falls man hier ein Bohrgeräusch hören sollte. Ich habe hier die Handwerker im Haus. So, versuchen wir uns dennoch zu konzentrieren. Ja, was wollte ich sagen? Genau, halt, dieses Key-Level ist für uns nochmal im Fokus. Warten wir hier auf nachhaltige, klärende Ausbrüche. So, jetzt mal der Blick in den Dow Jones. Der hat leider keine Entscheidung gebracht am Freitag. Also wir sind hier weder aus diesem Trendkanal, den wir hier sehen, ausgebrochen, was natürlich ein präferiertes Szenario gewesen wäre. Noch sind wir hier großartig in Richtung Norden marschiert. Also es ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Und ja, hat ja auch auf dem H4-Chart den einen oder anderen Widerstand horizontal durchbrochen, kämpft hier so ein bisschen mit dieser aufwärts gerichteten Trendlinie, aber das ist auch alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Wer hier irgendwie short investiert ist, der kann ja auch darauf bauen, dass der Kurs nochmal hier in Richtung Süden wandert. Von neuen Positionierungen würde ich jetzt aber aktuell hier absehen. Also da warten wir dann wirklich jetzt mal auf eine Berührung dieser Oberseite hier, dieses Widerstandes oder auf einen Ausbruch aus diesem Trendkanal. Und so lange lassen wir den Dow Jones jetzt einfach mal liegen. Weiters interessanter hier der Euro gegen den US-Dollar. Der hat auch das gemacht, was er machen sollte, was wir auch am Freitag noch besprochen hatten. Er hatte sich ja hier stabilisiert drüber gekommen, interner Retest von oben. Und dann ist der Kurs hier im Zuge der NFP-Zahlen sehr schön in Richtung Norden marschiert, in Richtung 1,12, 1,1250 schon einmal, hat aber noch nicht ganz das 38,2er wieder getroffen, also hier
bauen ja darauf, dass sich ja zwischen diesen Fibo-Retracements ein bisschen hin und her hüpft, hat auch die Unterseite dieses Dreiecks noch nicht ganz getestet, ja, über was wir gesprochen haben. Also dementsprechend im Tagesverlauf oder im Wochenverlauf durchaus nochmal drin, dass der Kurs ja noch einmal kräftig in Richtung Norden wandert und diese Dreiecksformation jetzt wirklich mal zum eigentlichen Entscheidungspunkt wird. Ja, bricht er hier in Richtung Norden aus, dann sollten wir auch auf dem Weekly Chart, Moment, ich nehme mal hier das Fibo-Retracement raus, wenn ich es denn erwische, dann erwarten wir auch hier im Weekly Chart letztendlich die nächste Rallye bis rund 1,1450, 1,15. So viel hatten wir ja schon gesagt. Wir erwarten im Daily Chart dann den Ausbruch letztendlich aus dieser Keilformation. Ja, aber aufgrund dieser unklaren US-Dollar-Index-Situation bauen wir weiterhin darauf, dass sich hier an diesem Widerstand erst einmal noch einmal Widerstand aufbaut, wirklich um die 1,1260 herum, und dass der Kurs dann letztlich noch einmal nachgibt. Vielleicht nochmal eine schöne Short-Chance, die sich hier ergeben könnte, aber wie gesagt, das würden wir davon abhängig machen, was der Kurs hier oben in diesem Bereich macht, oder ob er sich vielleicht auch hier an der Trendlinie noch einmal stabilisieren kann. Das sind so diese beiden Kursbereiche, wo ich sage, okay, die sind interessant, die könnten auch nützliche Hinweise bieten. Da hier, wo er sich jetzt befindet, das ist für mich absolut charttechnisches Niemandsland, braucht man gar nicht diskutieren, hier irgendetwas zusammenbasteln, irgendein Setup oder irgendwas suchen, das ergibt keinen Sinn in diesem Moment und dementsprechend warten wir hier erst einmal ab. Gut, ich wünsche einen guten Start in die neue Handelswoche. Wir hören uns natürlich innerhalb der nächsten Analyse wieder und bis dahin alles Gute. Tschüss.